Weil das ist das Problem im Rallye gegen Rundstrecke. Du musst alles verstehen vom Schlamm, Wasser, Schotter, verschiedene Arten von Asphalt, Eis und Schnee. Und alle diese verlangen andere Lösungen. Was? Du warst ja Spezialist auf Schotter eigentlich am Anfang. Ja. Hast du ja gesagt, ja. Als es mit Saab losging. Was sind so deine Lieblingsrallyes gewesen? Wahrscheinlich neben der Monte Carlo, ne? Ja, also am Anfang meine Zielsetzung war, Spa-Sofia Lüttich zu gewinnen. Mhm. Und für diesen Zweck habe ich einen Heli 3000 vom Werk gekauft, einen Ex-Rallye-Wagen. Damit bin ich alltäglich gefahren mit dem Heli. Damit das Auto war eigentlich eine Verlängerung meines Armes. Es ist wirklich also automatisch ging, das Auto zu fahren. Weil jedes Auto ist ein bisschen anders. Und es wäre gut, dass man viele Kilometer mit einem Auto fährt, bevor man Rallye fährt damit. Ja. Das sind viele Kleinigkeiten. Also es ist nicht nur Fahrwerk, es sind viele Sachen. Also Spa-Sofia Lüttich war am Anfang meine Zielsetzung. Und das habe ich gewonnen dann mit ein bisschen Glück. Man braucht Glück immer zu gewinnen. Und dann war Safari. Und Monte Carlo kam erst nach diesen zwei. Was war für dich der Reiz bei der Safari? Wenn du am Donnerstagvormittag losfährst, dann geht es kontinuierlich weiter bis Montagnachmittag. Das heißt, du musst für alle möglichen Fälle vorbereitet sein für diesen Zeitraum. Und man muss eine genaue Planung haben, was man macht, wenn es trocken ist. Und dann muss man einen Alternativplan haben, was macht man, wenn es regnet. Und da gibt es mehrere Stufen, wie viel es regnet. Weil zum Beispiel ein Jahr, einen Tag vor der Rallye, hat es 30 cm geregnet. Denk mal, 30 cm. Ja. Und es gab viele Stellen, wo man die Straße nicht gefunden hat. Es war ein kleiner See. Ja. Und da fuhr man ganz langsam. Und wenn rechte Seite plötzlich ein bisschen tiefer geht, das heißt, das ist Graben. Dann ein bisschen zurück links. Und wenn dann linke Rad ein bisschen linke Seite tiefer geht, das heißt, aha, da fängt das Graben an. Also wieder zurück ein bisschen. Also so. Ja. Und da ist mir passiert zum Beispiel, dass plötzlich kam eine 90 Grad Ecke links. Und 5 Meter und dann 90 Grad rechts, also ganz eng, eine Brücke. Das könnte man auch nicht sehen, es war unter Wasser. Also ich bin gerade mit der Vorderachse in dem Wasser eingestürzt und es ging so tief, man könnte hintere Stoßstange ein bisschen sehen. Das ganze Auto war unter Wasser. Und da zum Beispiel, da kamen die Einheimische und ich habe unter Wasser Kofferraumdeckel öffnen können, habe da ein Schleppseil rausgeholt. Ich wusste, wo das war. Weil der Fahrer muss immer selber das Auto, alle Dinge zusammenpacken. Und habe das befestigt. Es gibt so einen Ösen irgendwo hinten bei Stoßstange. Ja. Und ich verwende nicht diese Metallhaken wie alle anderen. Ich mache immer einen Knoten. Okay. Weil diese Metallhaken kaputt gehen oder wenn diese Metallhaken sich löst, das ist tödlich, wenn dieses dann fliegt. Ja, ja, klar. Also ich akzeptiere die Metallhaken nicht. Es wird einfach mit einem Knoten gebunden, wie die Segel auf einem Segelschiff. Solche Knoten. Ein Polsteck heißt es. Und dann, es waren etwa 20 Einheimische.
Und ich habe die dann dirigiert, wie man sieht, und dann haben wir das Auto raus. Und dann, die haben freiwillig vorgeschlagen, die werden vor mir laufen. Das ist die Straße und dann soll ich folgen. Okay. Das ging etwa 500 Meter so, das ist lange Entfernung. Das war, glaube ich, auch die Safari-Rallye. Hab mal gehört, die Geschichte von dir mit der Brücke, wo du rübergeflogen bist. Ja, also das war meine erste Safari. Da bin ich mit einem Mercedes 220 SEB gefahren. Und wir lagen in der Führung. Das war ganz am Anfang. Wir hatten vielleicht 100 Kilometer hinter uns. Und der Beifahrer, das war ein lokaler Beifahrer, hat einen navigatorischen Fehler gemacht. Navigationsfehler, und wir sind falsch gefahren, was wir in dem Moment nicht wussten. Plötzlich kommt eine Brücke über einen ganz kleinen Fluss, wirklich klein, fast ein Pfad, aber da ist es typisch, dass die sind ja aus Holz, die Brücke da. Das, am Anfang geht es ca. 15 Meter steil hoch, dann geht es flach über Wasser und auf der anderen Seite wieder steil nach unten. So dass wenn, es gibt immer wieder eine Flut, wenn es stark regnet, dass diese Wasser diese Brücke nicht mitnimmt. Also wir kommt diese Brücke, ich fahre so 120 und habe eingesetzt, das wäre richtig. Und dann komme ich hoch und dann sehe ich, wenn ich da oben bin, es sind keine Planken in der Mitte. Das heißt, es war gar keine Brücke in der Mitte, sondern da wird man ins Wasser Nichts gefahren. In der Mitte. Okay. Aber wir waren schnell genug, wir sind gesprungen und auf der gegenüberliegenden Seite gelandet. Also perfekt. Dann sagen wir, ja, das war ja Glück, schön. Dann fahren wir weiter und 5 Kilometer später sagt mein Beifahrer, der hieß Peter Gut, sagte Peter, I'm sorry, but wrong road. Also wir haben gedreht und dann zurückgefahren und ich hatte vergessen, genau wie schnell war ich, damit man genügend springt. Und du wusstest, du musst wieder über diese plankenlose Brücke zurück? Ich müsste darüber fahren und das war unangenehm. Ja. Und dann bin ich sicherheitshalber ein bisschen schneller gefahren. Mit Resultat, wenn ich gelandet bin, bin ich ein bisschen Berührung mit Stoßstange und Straße gemacht. Also oh Gott, oh Gott. Ein bisschen gebogen, nicht viel, kein Problem. Aha. Aber wir sind drüber gekommen. Aber das war spannend. Ist die Geschwindigkeit richtig oder nicht? Spannendes. Und Safari ist voll von solchen kleinen Überraschungen. Und das ist Grund, warum ich Safari liebe. Du musst improvisieren, du musst schnell reagieren, wenn was passiert. Du musst eine Planung haben in deinem Kopf. Was macht man in so einem Fall? Und dann muss man wissen, bei welchem Fluss oder Pfad kann es eine Überschwemmung geben. Und was macht man dann, wenn es sowas gibt? Das ist ein Beispiel zum Beispiel. Das war schon in den 80er Jahren, ich fuhr Opel. Wir waren mit Checkermeter, der ist dazu gefahren, etwa gleich in der Spitze. Er hatte eine niedrigere Startnummer, er war zuerst bei der Fluss. Und da waren, ich weiß nicht mehr, 10 Autos, die stehen da am Flusskant, also anders. Kurz vor diesem Fluss, da gab es keine Brücke. Und dieser Fluss war so etwa 30 Meter breit. Und man sieht, wie die Straße in den Fluss reingeht. Man sieht, wie erster Gang. Man sieht, wie die Straße auf andere Seite hochgeht. Aber da steht ein Auto in der Mitte vom Fluss. Da war vielleicht 50 cm Wasser, und andere gucken, was tut man, und da steht ein älterer Herr, Einheimisch, und ich habe gesagt, ich gebe 100 Schilling, wenn du zu Fuß diese Fluss überquerst,
so, dass da keine Steine gibt, keine Löcher, dass ich mit dem Auto durchfahren kann. Mhm. Dann dachte ich, okay, mache ich. Und der ist vor mir dann zu Fuß, Wasser bis zum Knie etwa, durchgelaufen. Ich habe ihn gefolgt, ohne Probleme. Und der Schekometer hat nicht daran gedacht. Er ist direkt quer über diesen Fluss Richtung Straße auf andere Seite gefahren und stecken geblieben. Oh. Und ich habe gedacht, das ist sehr wahrscheinlich, dass passiert. Und habe deswegen mir die Mühe gegeben, mit dem Einheimischen her zu reden. Ja. Vereinbaren wie viel und dann Hilfe bekommen. Und die anderen haben es nicht gemacht. Und was dann passiert, dann war ich, was war es, 15, 20 Minuten in der Führung. Weil Lemeta war Zweiter, war dann Zweiter, weil er stecken geblieben ist. Dann, wenn wir im Ziel waren, haben die Inder, da der Mächter ist ja Inder, aber die Inder-Organisation war auch nur Inder. Die haben diskutiert, dass diese Etappe wird annulliert. Weil die Stelle war nicht fahrbar. Okay. Was nicht stimmt. Also solche Dinge passierten da. Und, aber das gehört, das macht man in jedem Sport. Politik gehört auch dazu. Ne? Politik gibt es in jedem Sport, völlig egal welches Sport. Also man soll seine Nerven nicht deswegen verlieren, wenn man mit Menschen zu tun hat.